So. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir Fridays for Future und den Klimawandel ernst nehmen, und das tut die Grüne Partei seit vielen Jahren, dann müssen wir jetzt handeln. Handeln auf allen Ebenen, handeln in den kommunalen Parlamenten, handeln im Landkreis, handeln in den Stadtverordnetenversammlungen, handeln auch im Land Sachsen. Und das mit deutlich mehr Nachdruck, als es bisher passiert. Und das ist das, wofür ich antrete, nämlich Dinge aus unserem Programm in Politik zu bekommen. Das bedeutet für mich vor allen Dingen, dass wir dafür sorgen müssen, dass die rückwärtsgewandte Politik der CDU endlich ein Ende hat. Meine Motivation, bei den Bündnisgrünen einzutreten, ist noch gar nicht so lange her. Deswegen kann ich heute sagen, ich bewerbe mich hier das vierte Mal, nämlich oder entscheide mich das vierte Mal für eine Bewerbung. Ich habe mich im Herbst 2017 das erste Mal für grüne Politik interessiert, also für grüne Politik, selbstgemachte grüne Politik interessiert, und bin quasi beim ersten Stammtisch in Zittau bei den Grünen gewesen und habe mich dann im März 2018 dafür entschieden. Warum? In meinem Heimatdorf Schönbach mit damals 943 Wahlberechtigten haben sich 46,8% der Menschen für eine blaue Alternative entschieden. Und ich glaube, diese Alternative ist keine Alternative zu einer sächsischen CDU. Diese Alternative möchte uns zurückkatapultieren in ein Jahr 1933. Und das mache ich nicht mit. Und deswegen stelle ich mich energisch dagegen. Ich glaube, dass meine Nachbarn in meinem Dorf und in den Nachbardörfern letztlich auch kein 1933 wieder haben wollen. Diese Menschen haben es satt, im Grunde genommen von oben herab behandelt zu werden. Diese Menschen haben es satt, letztlich sich abgehängt zu fühlen, weil sie auch tatsächlich abgehängt sind. Wenn fünfmal am Tag der Bus kommt und am Wochenende gar nicht, dann ist man eben tatsächlich abgehängt im wahrsten Sinne des Wortes. Und die beiden Schulen im Ort haben geschlossen. Die Schulkinder, auch meine drei Kinder, müssen in umliegende Orte teilweise 5, 6 Kilometer entfernt fahren, um in eine Grundschule zu kommen. Und das ist eben Politik der letzten 30 Jahre. Wir haben alle Weichen eben nicht in Richtung Klimaschutz gestellt, sondern wir haben alle Weichen mit Vollgas gegen die Wand gestellt. Und das muss umgehend ein Ende haben. Deswegen, wenn wir dieses Thema Friday for Future ernst nehmen, dann hat das eben auch direkt was damit zu tun, wie Wahlergebnisse aussehen. Und ich glaube, dass es deswegen eben einen direkten Zusammenhang gibt, wenn wir die Probleme von Menschen lösen, wenn wir dafür sorgen, dass es eben auf dem Land auch wieder Mobilitätsangebote gibt, wenn wir dafür sorgen, dass Bürgerbeteiligung nicht nur in einem Gesetz verankert ist und alibihalber irgendwie durchgeführt wird, sondern wenn tatsächlich Bürgerstammtische durchgeführt werden, wenn tatsächlich eine Verwaltung und auch ein Bürgermeister und eben auch ein Landrat tatsächlich Interesse am Zuhören haben und wenn dort Personen am Agieren sind, die eben zuhören möchten und die das eben als ihren inneren Antrieb verstehen, auf die Menschen zuzugehen, dann glaube ich, werden wir darüber reden, dass Grün die Alternative ist zu einer sächsischen CDU, und dafür möchte ich mit euch in den nächsten Monaten kämpfen. Neben meiner Vergangenheit in Kreditinstituten, wo ich fast 24 Jahre lang als Bankkaufmann und Bankbetriebswirt gearbeitet habe und meine Diplomarbeit über das Thema demografischer Wandel und die Auswirkungen auf die Volksbank Löber-Zittau geschrieben habe. Ich habe mich also schon vor 10 Jahren intensiv mit der Frage beschäftigt, wie geht das in Ostsachsen eigentlich weiter, wenn Bertelsmann-Stiftung, wenn Leibniz-Institute von der Schotterung der Straße sprechen und die Frage ist, wie soll das denn zukünftig da aussehen, und wollen wir ganze Dörfer tatsächlich zuschütten oder wollen wir aktiv was dagegen unternehmen? Und ich bin tatsächlich für Letzteres. Ich möchte was dagegen unternehmen. Ich unternehme seit vielen Jahren was dagegen. Ich engagiere mich ehrenamtlich in verschiedenen Verbänden, bei den Wirtschaftsunionen. Ich habe Vereine selbst mitgegründet, bin aktives Mitglied bei einem Verein, der sich Löber lebt nennt, wo es darum geht, diese Kleinstadt mit 12.000 Einwohnern im Stadtzentrum tatsächlich wieder zu beleben und wo wir versuchen, bürgerschaftliches Engagement gegen einen Bürgermeister, der das alles nicht will, durchzusetzen. Und wo ich fest davon überzeugt bin, dass unsere Initiative länger hält als dieser Bürgermeister. Applaus
Ich bin Oberlausitzer, ich bin da geboren, ich habe nie woanders gelebt, ich will auch im Grunde genommen nirgendwo anders leben, ich möchte da nicht weg, ich möchte die Menschen davon überzeugen, dass Grün ein Angebot ist für die Menschen vor Ort und dass wir in unserem Dreiländereck tatsächlich eine riesengroße historische Chance haben, die durch die EU-Osterweiterung 2004 möglich wurde, dass wir eben eine Region sind, die historisch viele Jahrzehnte im Grunde genommen ein abgeschnittenes Tal der Ahnungslosen war und durch diese EU-Osterweiterung jetzt die Chance hat, wieder 360 Grad zu denken und tatsächlich eine zusammenwachsende Metropolenregion zu werden. Denn in der Region leben, je nachdem, wie man es definiert, am Ende mehr als 1 Million Menschen. Wir haben quasi vor den Toren von Zittau eine boomende tschechische Großstadt mit über 300.000 Einwohnern. Das fällt, wenn man sich auf die Landkarte von Sachsen guckt, fällt das immer gar nicht auf. Da denkt man, das kleine Zittau da hinten mit 30.000 Einwohnern oder das kleine Görlitz mit seinen 57.000 Einwohnern. Nein, da hinten wohnen verflucht viele Menschen und das ist ein wachsendes, boomendes Zentrum mitten in Europa. Und darauf bin ich stolz, dass das so durchlässig geworden ist in den letzten Jahren. Und deswegen kämpfe ich auch für ein vereinheitlichtes und für ein einiges Europa und möchte, dass das viel stärker als in der Vergangenheit noch Realität wird. Bevor mir die Zeit hier völlig entgleitet, ein weiteres Thema, was mir wichtig ist im Zusammenhang mit Wirtschaft. Sachsen ist nach wie vor das Land oder eines der Länder mit der höchsten Quote von Mindestlohn an der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Die soziale Frage muss für uns Grüne ein Thema sein und wir müssen uns dieser Frage stellen. Es muss Schluss sein mit dem Thema Billiglohnland Sachsen. Es muss Schluss sein damit, dass wir Investoren damit anlocken, dass es hier besonders günstige Arbeitskräfte gäbe. Das kann nicht unser Anspruch sein und das sind auch Gründe, warum es eine Alternative braucht, nämlich eine grüne Alternative und die heißt Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank. Applaus